So, Yannick ist gestern in Berlin angekommen und wir wollen heute ein bisschen was essen. Jetzt gerade müssen wir erstmal irgendwie uns was zum Frühstücken organisieren, weil wir haben noch nichts gegessen. Wir sind ultra hungrig. Wir wohnen hier im Hotel Leonardo, heißt das, glaube ich. Yes, sir. In Charlottenburg. Und die Nacht war auf jeden Fall gar nicht schlecht. Aber jetzt geht es, wie gesagt, darum, erstmal irgendwas Leckeres zu organisieren. Deswegen sollten wir mal loslegen. So, weil Chanio leider zu hat, gehen wir jetzt zu Chen's Wok, weil da gibt es auch leckere Jauze und dementsprechend wollen wir uns davon nicht die Laune verderben. Aber ich denke, wir werden uns gleich erstmal ein Bubble Tea gönnen. So, wir haben uns jetzt Bubble Tea gekauft. Ich habe mir so ein Taro-Zeug gekauft und Yannick Oolong. Und das ist echt lecker, deswegen müssen wir das jetzt richtig mal probieren. Ja. Weil wir immer noch nichts gegessen haben. Der flaue Magen, der ist am Start. Ja, ziemlich. So, wir sind jetzt hier bei Chen's Wok. Hier gibt es immer richtig nices Essen tatsächlich. Und wir werden mal gucken, ob Yannick das Mapo Tofu hier schmeckt, weil Yannick ist ja auch ein Mapo Tofu-Fan. Und dementsprechend steht einiges auf dem Spiel, die Steaks sind high. Meine Freunde, die Erwartungen sind hier. Ja, ich bin gespannt drauf. Ist ja auch mit Schweine, ne? Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es mit der Schärfe ist. Ob ich das packe oder ob das zu scharf ist. Ich glaube, das würde ich packen. Ja, schon mal. Aber auch wenn, ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen zu scharf ist, sage ich jetzt mal. Das war echt gut, aber du bringst dich jetzt. So, nachdem wir jetzt 1000 Jahre in die falsche Richtung gefahren sind, sind wir jetzt endlich im Dude Store angekommen. Ein bisschen belastend gewesen, Alter, aber gut. Wir können ja mal gucken, was wir so finden werden. Ja. Oh, sorry. Warst du schon öfter in München, dass du sagst, ich schaffe nicht cool und dann möchtest du hin? Ziemlich oft sogar. Ja. Mag, das klingt so blöd, aber aufgeräumte Städte. Oh, Shaoxing. No. Ein bisschen schwer zu differenzieren, was da, wo da eins anfängt und wo eins aufhört. Ich will schon einen Löffel geben oder Ding geben. So ein Sieb, ne? Jetzt kommt gleich. Ich bin gleich. Danke.
The thing is, he wasn't a bad shot. Ich habe wegen der OP jetzt gerade, als ich krank geschrieben war, die zwei Wochen total. So, wir waren gerade lecker Hotpot essen. Das hat mir persönlich extrem gut geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Das war auch dein erstes Mal Hotpot jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch mega geil. Ja, haben wir mal gut gefahren. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg zurück zum Hotel. Und ja, mal schauen, was wir da noch so treiben. Es ist ultra kalt. Es ist richtig